Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, nämlich zu einem Unboxing-Video. Einem Unboxing, was vielleicht nicht vielen interessieren würde, aber es gibt die ein oder anderen, die vielleicht sich doch noch dafür interessieren, keine Ahnung. Es gibt halt so wenig Videos davon, weshalb ich dachte, ich mache jetzt mal ein Video davon. Nämlich geht es ums Thema Rauchen. Gut, Rauchen, sage ich mal, auf jeden Fall ist scheiße, pipapo. Würde ich nicht anfangen, aber für die Leute, die von euch jetzt Raucher sind oder auch neue jetzt Zuschauer, die ich jetzt hier erlangt habe, für die habe ich nämlich jetzt was Tolles. Nämlich einmal diese Schachtel, nämlich das sind die X-Smoke. Ich zoome mal ran, weil das nämlich sonst sehr klein ist. X-Smoke, das ist eine, ja, ist eine E-Zigarette. Da sind nämlich zwei Stück hier drin. Kostet um die 20,95 € kostet das, also um die 21 Euro. Ich konnte, habe die aber für 3 Euro noch was bekommen. Das heißt, ich habe die hier komplett kostenlos bekommen. Das Einzige, was ich bezahlen musste, waren die Versandkosten. Doch da das Paket hier etwas später ankam, kriege ich jetzt gratis nochmal diese Filter hier zugesendet. Nämlich schauen wir uns mal die Schachtel im Detail an. Normalerweise war die, weil die noch natürlich noch in Folien verpackt, wie man das von Zigarettenschachtel zum Beispiel kennt. Hier überdenke das Rauchen, heißt es auf Deutsch Rethink Smoking. Ich habe jetzt hier Nikotinmäße, 16 Milligramm Nikotin habe ich halt nur drinne, weil ich nicht so viel brauche. Es gibt natürlich Leute, die mögen es vielleicht ein bisschen stärker, da gibt es dann halt noch 24 und 36 Milligramm. Und dann gibt es natürlich auch noch Free, da für 0 Milligramm, da ist dann halt überhaupt kein Nikotin mehr drinne. Ich habe jetzt 16 Milligramm Nikotin hier drin. Das ist jetzt komplett reines Tabak, was ich hier rauche. Es gibt aber auch jetzt noch Erdbeergeschmack gibt es auch noch und Menthol. Und noch mehr soll noch folgen. Das ist nämlich momentan relativ neu. Damals hatten sie eine komplett andere Packung. Das war nur so eine Plastikpackung. Da waren dann halt die Zigarette so drinne. Dann nebenbei noch so zwei Filter, sag ich jetzt mal. Das ist der Geschmack. Und dann nochmal das Aufladegerät. Gut. Schauen wir uns mal die Seiten hier an. Das Dropped by. Das hier, das ist. Ich halte das mal in die Kamera. So heißen die. So heißt ja die. Die Firma, sag ich mal, so heißt sie. Dann hier noch mal nicht wegwerfen, bla bla bla, pipapo. Das Ding ist, ich möchte versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören, weshalb das echt toll war, dass ich das hier für den Preis jetzt kriegen konnte. Ich werde die Internetseite für euch in die Beschreibung packen. Ihr müsst natürlich mindestens 18 sein und am besten, ich sag mal so, am besten fängt ihr gar nicht erst mit Rauchen an. Aber ja, es gibt ja die ein oder anderen Leute von euch, rauchen ja vielleicht. Da wäre das hier ganz interessant, dachte ich mir. Wir schauen uns mal das Innere an. Also ihr seht, das ist wie eine Zigarettenschachtel aufgebaut. Ist natürlich ein bisschen dünner, aber ist auf jeden Fall ansonsten wie eine Zigarettenschachtel. Dann kann man es hier aufmachen. Hier haben wir einen USB-Anschluss. Nämlich ist das dafür da, um die Zigarette aufzuladen. Ich zeige euch gleich, wie man das Ganze anstöpselt. X-Smoke, hier steht das nochmal drauf, das ist die LED-Leuchte. Nichts Besonderes. Das kann man sich in einen Adapter anschließen oder am PC und dann kann man das ganze Ding aufladen. Und dann hat man hier zwei von diesen, ich sag mal Zigaretten, E-Zigaretten drinne. Eine lassen wir aber drin, wir brauchen ja nur eine, das sind ja beide die gleichen. Ich tue die Schachtel mal hier hin. Gut. Hier oben ist einfach so ein Pinipel drin, das mache ich immer wieder dran. Das ist einfach so, ja, damit das sauber bleibt. Ich mache das immer wieder dran, ich tue es auch wieder ganz normal hier rein. Und dann haben wir hier einmal die Zigarette. Hier vorne ist eine LED-Leuchte. Wenn ihr also dran zieht, dann leuchtet hier wirklich auch eine LED, wie eine echte Zigarette. Ihr seht auch vom Aussehen, sieht es aus wie eine richtige Zigarette. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Hier steht auch 16 Milligramm. Da sieht man dann halt, wie viel Nikotin drin ist. Man kann das ganze Ding nämlich aufschrauben. So, das sind die Filter, die kann man sich immer wieder nachbesorgen. Das sind irgendwie 5 Stück, kosten um die 20,95 € so eine Schachtel. Ich kriege die jetzt komplett gratis, da die Lieferung, ich muss zwar auch Versandkosten zahlen, aber ansonsten die Packung selbst kriege ich gratis. Da habe ich dann 5 Stück nochmal von den Dingern drinne, weil die Lieferung hier, das kam ein paar Tage später an. Normalerweise dauert die Lieferung so um die 1 bis 2 Tage. Ich musste jetzt aber schon so um die 4, 5 Tage, ich glaube sogar mehr, ich musste glaube ich sogar länger, 7, 8 Tage muss ich warten. Deswegen finde ich die cool. Das ist auf jeden Fall das Ding. Das ist das Hauptbestandteil, sag ich mal. Das ist jetzt der Akku. Das ist der Akku, den könnt ihr dann hier dran schrauben. Genau. Den schraubt ihr hier so dran. Und dann könnt ihr das so in den USB-Stecker oder sonst wo anschließen. Ich hole mal kurz eben, falls ich die gerade mal finden sollte, meine Powerbank und dann schauen wir uns mal, dann zeige ich euch das mal eben.
So, da muss ich mich kurz hinsetzen. Hier habe ich meine Powerbank. Das ist so eine ganz günstige. Nee, das ist eine teure gewesen. Stimmt, ich hab damals eine für 5 € gekauft. Die habe ich dann eingetauscht gehabt. So, ich hoffe, da ist jetzt Akku drin. Das steckst du dann. Das kannst du natürlich auch mit einem Adapter machen für dein Handy zum Beispiel. Oder halt mit so einer Powerbank. Oder wenn ihr einen PC habt, könnt ihr so einen PC anschließen. Das sage ich nochmal. Und dann können wir die hier anschließen. Ja, ist sogar an. Nice. Und dann seht ihr hier, da glüht sie schon. Das ist die LED-Leuchte. Und dann sehen wir hier auch. Das fängt zum Beispiel, wenn das ist, ihr seht, es ist relativ leer. Deswegen blinkt das noch rot. Es blinkt schneller, wenn das Akku fast voll ist. Und so wie es in der Gebrauchsanweisung steht, soll das komplett alles ausgehen, sobald sie komplett voll geladen ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt oder ob die LED einfach grün leuchtet. Also hier in der Gebrauchsanweisung, die ist nämlich hier hinten drin. Die können wir uns auch mal eben kurz anschauen. Da steht auf jeden Fall drin, dass sie sich komplett ausschalten sollte. Da gibt es hier verschiedene Sprachen. Es gibt aber auch Deutsch. Hier ist zum Beispiel Gesundheit. Da kann man sich das so ein bisschen durchlesen. Ihr könnt das ja hier auf Stopp drücken, falls ihr wollt. Dann, ja, wie sie funktioniert. Das ist alles so. Ja, das kann man sich eigentlich denken. Was wichtig war, was ich hier auf jeden Fall interessant würde, wenn die LED-Lampe, das ist nämlich die Lampe hier vorne, sollte sie kontinuierlich, das heißt irgendwie nicht richtig leuchten oder irgendwie ein bisschen flackern, was auch immer, dann sollte man. Dann heißt es, dass man das Ding aufladen muss. Dann ist es das Zeichen dafür, dass der Akku leer ist. Das ist die Refill-Patron, also die ja, Füllpatrone. Ich sage einfach Filter dazu. Oder Filterpatrone, sowas sage ich dazu einfach mal. Und hier steht das nämlich bei dem Ladevorgang. Ich lese euch das mal einfach mal vor. Die LED-Lampe leuchtet rot während der Ladevorgangs, während des Ladevorgangs. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen wird, wird die LED-Lampe ausgeschaltet. Es dauert circa ca. 2 bis 2,5 Stunden, um den vollen Genuss dieses Produkts zu erzielen. Sollten Sie die Batterie vor der Inbetrieb, bla bla, ach so, um den vollen Genuss natürlich, damit man den vollen Geschmack hat, sag ich mal, sollte man das natürlich komplett aufladen. Und es kann 2 bis 2,5 Stunden, ja, circa 2,5 Stunden dauert es halt. Ja. Das ist gerade so, das Licht strahlt hier gerade, ich kann das kaum lesen. Also ich sehe es hier gerade, 2,5 Stunden circa muss das aufladen, damit das richtig voll ist. Also das heißt auch, man kann das irgendwie über Nacht, aber das über Nacht, da ist mir auch so eine Sache, dass es kann gefährlich werden. Ich tue mal kurz meinen Ständer hier ausrichten, so. Da weiß ich halt nicht, ob das so gesund ist, nicht, dass das Ding nachher irgendwie explodiert oder sonst was, man weiß ja nie. Ja, man sollte auf jeden Fall 2 Stunden drin lassen. Ich will mal gerade gucken, wo irgendwo stand das nämlich, dass sich die LED-Leuchte komplett ausschaltet. Vielleicht habe ich auch einfach irgendwie zu schnell gelesen. Ah, das ist auch interessant. Also so eine Filterpatrone hält um die 300 Züge. Es kann je nach Raucher variieren. Also zum Beispiel die Normalraucher, sag ich mal, haben ja eher so starke Züge, die richtig, dass richtig Dampf rauskommt. Ich bin eher einer, ich ziehe da kurz dran und dann sehe ich ja, was rauskommt. Also bei mir kann es vielleicht sogar mehr als 300. Aber es ist schon auf jeden Fall schon eine beachtliche Menge, wenn man sich dagegen mal anschaut, wie groß das Ding eigentlich nur ist, beziehungsweise wie klein, ist das schon mal nicht schlecht. Ja, LED leuchtet rot während des Ladevorgangs. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, wird die LED-Lampe ausgeschaltet. Siehst du, hier steht das nämlich. Also das Ding soll ich hier komplett, wenn es komplett aufgeladen ist, ausschalten. Das Ding ist, die hier hatte ich nämlich komplett geladen. Oder so gut wie komplett. Da hatte ich die Leuchte schon angefangen zu blinken. Die habe ich übrigens noch gar nicht angefasst, die habe ich noch gar nicht geraucht, weil ich warten möchte, bis das da alle ist. Das Akku, das ist auch einfach nur ein Ersatzakku. Ich werde noch weiterhin dieses Akku hier benutzen. Ich habe hier viele Kratzer, das ist scheiß Arbeit, ne? Alles kaputt hier. So, was mich mal interessieren würde, ich habe nämlich hier noch eine E-Zigarette liegen, die von damals, für die habe ich dieses hier verloren. Ich will mal gucken, ob die hier auch passen würde. Ich komme gleich wieder. Da bin ich wieder. Und hier habe ich nämlich noch eine andere E-Zigarette. Ihr seht, die ist schon halb alle. Ich habe da auf jeden Fall schon eine Menge geraucht. ja, das ist auf jeden Fall eine günstigere, aber auch vielleicht eine etwas gesündere Variante statt jetzt richtige Zigaretten. Ich muss zugeben, ich bin immer noch nicht ganz davon weg. In ein, zwei Videos habt ihr es ja schon gesehen, wie ich auch vor der Kamera rauchte, was eigentlich nicht gut ist. Über das Thema Rauchen, das ist so, es ist auch so, ich wollte eigentlich, was das Thema Rauchen angeht, nie einen großartigen Video drüber machen. Aber ich fand das jetzt einfach, ups, ich fand das jetzt sehr cool. Und ja, falls jetzt auch Raucher von euch auf meinem Kanal zuschauen, weil ich will ja nicht nur Videos machen für
Jugendliche, ich will auch Videos machen für Erwachsenere, weil ich selber ja auch, bin ja bald 21, ich bin ja fast 21 und dann werde ich natürlich auch Videos machen, die auch vielleicht was Erwachsene betreffen. Und das ist einfach mal so ein Video, das betrifft ganz gut, weil ich sehe hier schon, hier kommt irgendwie, ich weiß nicht woher, hier kommt irgendwo dieses Liquid, so nennt man das ja Zeug, das da reinkommt, es kommt hier irgendwo raus. Ich glaube einfach mal, ich muss die obere Buchse mal wieder austauschen, irgendwie hier richtig. Naja, blöd. Jedenfalls wollte ich ja mal eben gucken. Die habe ich damals 25 € für bezahlt. Die habe ich mir damals in Dampfoase, glaube ich, mal geholt. Achso, jetzt mache ich das ganze Ding hier raus. Ich wollte das einmal aufschrauben. Ich wollte nämlich gucken, ob dieser Adapter auch darauf reinpasst. Das Ding ist für diese hier, ich habe die Ladestation verloren. Das wäre natürlich jetzt was Interessantes zu schauen. Ob es jetzt gesund ist für die E-Zigaretten, für die Akkus, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube eher weniger. Aber man soll ja mal gucken. Man muss ja mal testen. Also, sie passt schon mal rein. Und ja, sie lädt sogar. Das hat nämlich, ich habe mal kurz am Blinken gesehen. Sie lädt. Das ist also cool. Ich kann diesen Adapter hier auch für diese E-Zigarette benutzen. Was ich sehr cool finde. Also, falls ihr zu Hause auch irgendwie so ein. Guck mal hier, das Zeug kommt hier irgendwo raus. Das ist nicht gut. Ich werde das nachher mal putzen. Weil seht ihr vielleicht, die ist hier richtig flüssig. Und das Zeug will man nicht so im Mund haben, weil das ist echt übelst ekelhaft, das könnt ihr mir glauben. Also ich weiß nicht, was das ist. Irgendwo kommt hier Zeug raus. Nicht, dass das Ding vielleicht irgendwo. Ah, okay, ich sehe schon. Ja, ich muss mir das neu kaufen. Seht ihr das? Hier ist ein kleiner Riss. Da kommt das Zeug gerade raus. Scheiße, es wird mir wahrscheinlich irgendwie runtergefallen sein oder so. Mist. Aber die sind nicht teuer, die muss ich mir nochmal neu kaufen. Ja, deswegen. Ich habe mich schon gewundert, warum das Zeug so ekelhaft schmeckt. Warum das so stark ist. Da habe ich mich schon gewundert. Jetzt weiß ich auch, das Ding ist aber kaputt. Aber es ist nicht teuer, kaufe ich mir neu. Boah, nee, das kannst du nicht antun. ich packe jetzt noch mal die zweite raus. Die lasse ich mal dann mal an einer Ladestation, damit man hier das noch ein bisschen Überblick hat. Es wird nämlich ein bisschen längeres Video, auch wenn es jetzt nicht gerade so spannend ist, aber wir machen jetzt auch ein Video. Ich werde natürlich auch noch ein Unboxing machen zu den Refills, zu den ja, Nachfüllfilter. Wie die Packung aussieht, wollte ich, kann ich euch dann ja mal zeigen. Achso, ne. Ich will die nämlich hier mal komplett aufladen, deswegen tue ich sie mal hier anstöpseln, dann haben wir es gleich nebenan. So. Natürlich will ich mit euch noch eben kurz einen Rauchtest machen, wie ich daran ziehe. Ich guck mal eben, ob das jetzt noch gut läuft. Aber ich habe ja noch keine 300 Mal dran gezogen. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, das hier war immer warmer Rauch von dieser E-Zigarette. Das war immer warmer Rauch. Das hier ist kalter Rauch. Das gefällt mir auf jeden Fall viel besser, so kalter Rauch. Warmer Rauch hat immer sehr am Hals so richtig, ja, wie soll ich sagen, gebrannt, gekratzt. Das hier ist schon kälterer Rauch. Und anfangs kratzt das auch vielleicht ein bisschen, wenn man es ein bisschen ungewohnt ist. Aber es geht. Man gewöhnt sich auf jeden Fall sehr schnell daran, weil kalter Rauch, es fühlt sich anders an. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir mal kurz den Rauchtest, wie ich dran ziehe. So, da bin ich auch schon. Ja, ich war jetzt eine Weile nicht mehr vor der Kamera gewesen, ne? Hier habe ich das gute Stück. Das andere lädt hier auch noch ganz gut. Sieht sogar echt mit der Powerbank, sieht das echt cool aus. Ich hoffe, ich bin jetzt gut in der Kamera drin. Hier ist es halt anders, das habe ich auch noch vergessen zu erwähnen. Hier sieht man ja, hier ist ein Knopf, den muss man gedrückt halten, damit man dran ziehen kann. Das nervt mich ein bisschen, dass es kaputt ist. Blöd, weil unterwegs, da merkt man das nicht so, ne? Jedenfalls, deswegen braucht man immer so eine Tasche am besten für sowas. Jedenfalls, hier ist kein Knopf dran. Hier zieht man einfach nur und die LED leuchtet da vorne auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt durch ein Blitzlicht so hell sieht. Wir gucken auch mal. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gesehen hat. Ihr seht auf jeden Fall, es kommt eine Menge Dampf raus. Also reichlich auf jeden Fall, wie bei einer echten Zigarette eigentlich. Jetzt nicht so wie bei diesen richtig fetten E-Zigaretten, die ich mir übrigens auch noch besorgen wollte. Aber hier kommt schon einiges raus und auch die LED leuchtet. Ich denke mal, vielleicht hat man das vor der Kamera gerade gesehen. Die LED leuchtet jetzt auch nicht ganz so schlecht. Man kann die wie eine richtige Zigarette halten. Man kann die auch irgendwie, ja, man kann die halten, wie man will. Keine Ahnung, wie halten die Leute eigentlich Zigaretten? Also ich bin eigentlich eher so einer. Ich bin gechillt und rauche dann so mir eine, ziehe dann dran. Ich will jetzt auch nicht noch mehr ziehen, weil ich mag das jetzt einfach nicht so vor der Kamera. Das war jetzt einfach nur so ein bisschen Testmaßen. Naja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen.
X-Smoke ist relativ, ja, ich sag mal relativ neu. Die gab es vorher auch schon. Die hatten auch schon alte Modelle. Die alten Modelle kann man sich auch kaufen. Da war auch nur ein Akku mit dabei. Das ist jetzt so von den neueren Modellen. Die sind auch jetzt in dieser richtigen Schachtel drin. Ich werde mal ein paar Bilder, falls es klappt, einblenden. Ich glaube eher weniger. Ich werde aber mal die Internetseite auf jeden Fall unten in die Beschreibung packen. Ja, 20,95 € kostet sie normalerweise. Ich habe die für lau bekommen, also für gratis, muss halt lediglich nur die 3 Euro, ich glaube 3,95 € für Euro, 3,95 € Versandkosten waren es. Das war das Einzige, was ich bezahlen musste. Jetzt auch bei den Gratis-Fülldinger, die sie mir jetzt gratis zustellen, weil ich dieses Paket ja zu spät bekommen habe, kriege ich auch gratis, da brauche ich auch nur diese paar Euro Versandkosten zahlen. Das ist ja gar nichts. Also ob ich jetzt 20,95 € plus Versandkosten zahle oder ob ich jetzt nur die Versandkosten zahle, ne? Ja, weitere Details zu dieser Firma und so könnt ihr euch ja selber durchlesen. Wie gesagt, die Internetseite habe ich in der Beschreibung gepackt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, was Dokia Craft Server angeht, da war ich jetzt eine Weile nicht mehr gewesen, weil ich nämlich so viel vorproduziert habe von meinem anderen Spiel, dieses Oceanhorn, was ich so viel zocke, wenn wir schon dabei sind. Dokia Craft Server bin ich auch irgendwann wieder drauf. Aber ich gebe ehrlich gesagt zu, ich hatte in letzter Zeit nicht mehr so groß Bock auf Minecraft. Auf der Pocket Edition hatte ich irgendwie nicht mehr so wirklich Lust drauf. Ich wollte mal was anderes spielen als immer nur das Gleiche. Deshalb gab es beim Dokia Craft Server ein bisschen Pause. Aber es wird bald wieder weitergehen, natürlich, weil Dokia Craft Server, ey, ist schon viel Familie, weißt du? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Magix. Das habe ich jetzt gar nicht aufgenommen. Also jetzt verstehe ich, was sie damit meinten. Das tue ich jetzt nochmal mit reinnehmen, kurz schnell gegen Ende. Die LED-Leuchte, ich weiß, sieht man das jetzt? Ja, durch das Blitzlicht sieht man das kaum. Aber die LED-Leuchte leuchtet jetzt grün. Leuchtet die grün? Ah ja, die leuchtet grün. Ja, jetzt kurz wieder rot, ich weiß nicht warum. Jedenfalls, ihr seht, die LED-Leuchte hier oben ist aus. Das heißt, Akku ist komplett vollgeladen. Hat nicht mal 2 Stunden gedauert. Gut, es war da vorher auch geladen. Es soll mindestens 1 bis 2 Tage soll so ein Akku halten. Auch richtig cool. So, das wollte ich nochmal kurz mit reinbringen. Jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und euer Magix und bla bla bla, ihr wisst schon Bescheid.